Vorgezogene Altersrente. Was wird vom Bruttolohn abgezogen, wenn Rentner arbeiten? Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage bekommen auf Rentenbescheid24.de. Ich bin seit dem 1. Oktober 2022 Rentner und beziehe eine abschlagsfreie Altersrente und gehe nebenher ganz normal noch arbeiten. Ich habe einen Bruttolohn von 2.500 Euro monatlich. Mein Arbeitgeber behauptet, dass ich von meinem Bruttolohn nichts mehr in die Rentenkasse und auch für die Arbeitslosenversicherung einzahlen muss. Stimmt das? Nein. Wer eine vorgezogene Altersrente bezieht, vor der individuellen Regelaltersgrenze und so wie Sie monatlich 2.500 Euro brutto verdienen, hat ganz normale Abzüge auf seinen Lohnschein. Ja, also der zahlt seinen Anteil an der SV. Und zwar für die Krankenversicherung, für die Arbeitslosenversicherung, für die Rentenversicherung, für die Pflegeversicherung. Die Unfallversicherung muss der Arbeitgeber allein zahlen. Das muss der Arbeitgeber auch noch zahlen. Daneben zahlt der Arbeitgeber auch seinen Anteil, seinen hälftigen Anteil zur Sozialversicherung, auch die gleichen Positionen, wie ich sie Ihnen gerade genannt habe. Das heißt also, dass Sie ganz normal aus Ihrem Bruttolohn Ihre Beiträge zur SV abführen müssen oder zahlen müssen. Abführen, das macht der Arbeitgeber für Sie. Daneben tragen Sie aus Ihrem Bruttogehalt noch die Lohnsteuer, ganz normal mit Ihrer ursprünglichen Steuerklasse. Alle Rentner, die vor der Regelaltersgrenze einen Job über der Geringfügigkeitsgrenze ausüben, müssen auf ihrem Bruttolohn Beiträge zur Sozialversicherung abführen. Und zwar unabhängig davon, ob sie dann aus dem jeweiligen System wie Krankenversicherung oder Arbeitslosenversicherung Leistungen bekommen können. Das steht nämlich auf einem völlig anderen Blatt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.